Hallo und herzlich willkommen. Heute mal mit einem Thema, was längst überfällig ist. Ich erkläre euch heute mal, wie man einen Kolbenclip montiert. Das Problem ist, dass die oft falsch montiert werden, die Motoren kaputt gehen. Es sind auch schon Leute zu Schaden gekommen, weil sie das falsch gemacht haben, haben sich verletzt, auch auf der Rennstrecke, teils vielleicht auch auf der Straße. Deswegen heute mal die Aufklärung, wie das richtig funktioniert oder besser gesagt, wie wir das hier machen. Und jetzt haben wir hier den Kolbenclip. Und jetzt erkläre ich euch zuerst, wie man es nicht macht. Das ist falsch. So auf keinen Fall machen. Wenn man die Zange, diese Sprengringzange, dazu nimmt, um den Kolbenclip zusammenzudrücken, passiert meist folgendes, ich halte ihn mal ein bisschen fest, dass er mir nicht wegschnappt. Er wird zusammengebogen und wenn man ihn loslässt, hat er keine Spannung mehr. Ihr seht bestimmt den Unterschied. Das heißt, der Clip ist jetzt zusammengebogen. Und wenn er so zusammengebogen reingemacht wird, ich halte euch jetzt mal den Originalen dazu. Wenn er so reingemacht wird, verliert er deutlich an Größe und damit hat er keine Spannung mehr. Wenn man also, ich nehme jetzt nochmal einen neuen, den Clip mit der Zange nimmt und macht den Clip mit der Zange hier rein, und biegt ihn so zusammen, was die meisten machen, dann hat dieser Clip keine Spannung mehr. Das sieht man daran, man nimmt jetzt mal den Schraubendreher und sieht, dass der hier überhaupt keine Spannung hat. Der dreht und bewegt sich. Und dort passiert es 100%, dass dieser Clip rausfällt, weil ich den ganzen Zylinder zur Sau macht. Und im schlimmsten Fall seid ihr gerade mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs, das Ding bleibt stehen und ihr fahrt irgendwo an Baum. Also achtet darauf, das ist falsch, so nicht. Klassischerweise benutzen wir einen sogenannten C-Clip. Das heißt also, dein Clip, der keine Nasen hat, weil die Nasen ganz oft an den Stellen, wo sie hier umgebogen sind, das heißt hier sind die anderen Clips ja umgebogen, manchmal in der Kerbe brechen können. Das passiert erst bei einer gewissen Drehzahl, bei einem Standard-Moped eigentlich nie. Trotzdem verwenden wir klassisch nur C-Clips, dass dort kein Mist passiert. Und den C-Clip baut man wie folgt ein. Man nimmt diesen Clip, legt den Clip unten in die Nut hinein. Auf diese Art und Weise. Dann halte ich persönlich das gerne so, dass ich den Clip so ein bisschen über dieser Nut, über diese Aussparung mit dem Daumen festhalte, dann nehme ich einen Schraubendreher und dann drücke ich den C-Clip mit dem Schraubendreher mit ein bisschen Kraft, geht wirklich straff, so nach unten rein. So, ihr habt schon gemerkt, auch ich brauche ein bisschen Kraft, muss mich konzentrieren und dann kontrolliere ich, ob er drin ist. Dabei kann es euch passieren, dass ihr hier an der Stelle bei dem Kolbenring Kratzer reinmacht. Das ist aber nicht so schlimm. Es ist viel wichtiger, dass der Clip hält. Ob hier ein kleiner Kratzer drin ist, eine kleine Schabestelle, ihr könnt am Ende mit ein bisschen Sandpapier drüber gehen oder irgendwas. Wichtig ist, dass ihr hier kontrolliert mit dem Schraubendreher, dass das Ding richtig sitzt. Dann habt ihr auch keine Probleme und es hält ein Motorleben lang.